Hallo und herzlich willkommen zu Teil 27 von Nine Sols. Wir sind mittlerweile im inneren Lager. Ich glaube, hier kommt dann wahrscheinlich gar nicht mehr so viel, bis wir zum nächsten Boss kommen, bis zur nächsten Sol. Wir haben hier einen ziemlich großen Bereich. Gut, okay, es kommen eigentlich immer so zwei bis drei Bereiche, bis es hier richtig abgeht. Aber ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir gegen den einfach so kämpfen. Ich denke mal, der wird wahrscheinlich in irgendeinem Roboter drin stecken. Boah, drei brauchen wir, um hier aufzumachen. Ich weiß, ich kann da unten wahrscheinlich was aktivieren, aber ich will erst mal kurz so mich umschauen. Weil ich. Okay, Hacken. Die hier laufen schon. Okay, dann gehe ich vielleicht doch runter. Probier es aus. Ich denke, ich aktiviere hier wahrscheinlich. Okay. Warnung: Das Aufzugssystem hat derzeit wenig Strom. Bitte schalte vor dem Einsteigen die Stromzufuhr auf beiden Seiten an. Ja, okay. Hätte ich vielleicht doch gleich gucken sollen, aber ich dachte, dann geht es bestimmt voll ab direkt. Okay, da oben sind zwei dieser Schilde. Da müssen wir uns auf jeden Fall drum kümmern. Ich mache dann einfach mal das hier an. Fährt das dann hoch und runter? Ich glaube, oder? Es fährt vor allem hoch. Oh, shit. Reicht mir das eigentlich? Okay, ich kann ja hier hochrennen, oder? Das reicht, ja. Und das mit so einem Kerl ist halt richtig anstrengend. Egal, das war gut. Das war gut. Es geht hier auch noch links. Gucke ich mir das an? Vielleicht ja, vielleicht nein. Oh, ich weiß nicht. Es immer verschiedene Wege gibt, gell? Das ist stressig. Hilfe. Aua. War eine gute Entscheidung, hier weiterzugehen. Unten, oben, unten. Scheiße. Und nein! Was mache ich? Ah, das hier aktivieren. Okay, da komme ich dann später hin. Ja, war gut, dass wir geguckt haben. So, dann gehen wir jetzt nach rechts weiter. Ist eigentlich ganz cool, dass wir auf die jetzt alle draufstehen können. Das macht es deutlich einfacher. Das macht es viel, viel einfacher. Stellt euch vor, da könnten wir wieder nur von einer Seite irgendwie drauf. Das wäre stressig auf jeden Fall. Okay, einer von dreien. Bin mal gespannt. Da gibt es bestimmt eine coole Belohnung, hoffe ich doch mal. Hoffe ich doch mal. Was für eine Frechheit. Kein Respekt vor Älteren. Nicht ein Fünkchen Disziplin. Wurscht doch auch von niemandem. Respekt, alter Mann. Okay, da ist das Schild wieder am Start. Heißt, wir zerstören am besten. Ja, ein Schildgenerator Nummer 1. Da gab es. Ah, nee, das war das Ding. Ich dachte irgendwie, da gab es zwei. Nein, das wäre da oben raus. Scheiße. Nein, da wäre sogar ein Aufzug nach unten gewesen. Scheiße. Ich habe das gerade nicht gecheckt. Oh, das ist bitter. Das ist richtig bitter. Das ist richtig bitter, Mann. Ah, gut, ein bisschen Geld wenigstens noch. Hat sich doch gelohnt für uns. Aber wir sind ja wieder schnell da. Aber das war echt doof. Ich wollte mit dem Ding hier hochfahren. Ist das Schild jetzt wieder da? Hä? Okay, dahinter ist der Boss, oder? Der Zwischenboss bestimmt. Oh. Scheiße, hätte ich nicht rein sollen.
Nein, der hat ein Schild. Ich gehe hier raus. Vergiss das. Keine Chance. Himmlischer Vollstrecker Tian. Oh, ein Schatzgoblin. Aber wo ist das Schild? Da oben. Wie komme ich da hin? Nein, ich will nicht. Ach, scheiße, Mann. Boah, wie unfair war das bitte? Ich hätte in die andere Richtung raus müssen. Oh, das war jetzt gerade richtig gemein, fand ich. Da wäre ich, wenn ich durch den anderen... Ach, scheiße, ja, dann wäre ich hier runtergekommen zum Schild. Aber das wusste ich halt nicht. Das wusste ich halt nicht, Mann. Das wusste ich nicht. Das war jetzt richtig fies, fand ich. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du so einen Schatzgoblin verpasst. Ich weiß, die Belohnung ist meistens, also ist schon cool, aber die ist jetzt auch nicht so krass, dass wir es unbedingt bräuchten, aber es ist trotzdem ein Scheißgefühl. Ach man. Ich weiß gar nicht mehr, die kamen nimmer, gell? Die waren einmalig. Wenn man die verpasst hat, dann war es halt so. Dann war es halt so. Die Frage ist, ob ich mich um den Kerl jetzt mal noch kümmere. So ist das eigentlich ein bisschen irre, oder? Mit so wenig Leben. Aber ich kann mal testen, wenn ich durch die andere Seite gehe und aua. Schild ausmache. Ich hätte einfach nur hier durch müssen. Nur hier durch. Setzt die halt die ganze Zeit, gell? Boah, okay, das Spieß. Scheiße, oh. Oh, das war ein bisschen zu, einfach ein bisschen zu viel. Mann, einfach ein kleines bisschen zu viel, aber der ist nicht so schwer. Ich glaube, den werden wir bald haben. Das ist natürlich die große Frage, gell? Jetzt sind alle Gegner wieder da. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich denke, ich kümmere mich um alle, oder? Spiel langsam. Ich langsam hoch. Hier wäre jetzt auch wieder die Stars richtig gut gewesen. Es ist einfach... Der ist wieder da. Geil, der ist wieder da. Das wusste ich nicht, dass sie wieder kommen. Das ist richtig gut. Kann sein, dass ich das sogar schon mal kontrolliert habe, gell, ob die wieder kommen, aber keine Ahnung. In Dark Souls waren die immer weg. Oh, das war so fies, immer in Dark Souls. Die Frage ist, hat er jetzt schon reagiert? Ich hoffe mal nicht. Nein! Nein! Ihr Schweine. Wehe, er ist weg jetzt wieder. Wehe, er ist weg. Der ist bestimmt weg, oder? Er ist noch da. Yes! Aber das ist so ein... Nein, nein. Aber ich hab's oben geholt, oder? Ich hab's, sag mir bitte, ich hab's oben geholt. Ich hab's oben geholt, oder? Ich weiß es nimmer. Scheiße, ich weiß es nimmer. Ich hoffe, da liegt jetzt mein ganzes Geld. Ich bin durchgelaufen, ich bin mir aber gerade nicht mehr sicher, ob ich's geholt habe. Sonst ist so viel Geld weg. Na, hat der Schatzgoblin halt gar nichts gebracht. Ich glaube, ich mach die Stars ist tatsächlich echt wieder rein. Vielleicht auch, dass die Talismane mehrere treffen. Vielleicht muss ich doch auf Kampf umsteigen. Weil ich meine, wir können natürlich viel Gold sammeln, wenn
wenn wir es dann verlieren, dann bringt uns unser, keine Ahnung, 2% oder 5% Gold mehr gar nichts. Boah, ich hoffe so, dass ich das eingesammelt habe, als ich durchgelaufen bin. Ich habe mich echt sehr beeilt beim Durchlaufen, deswegen weiß ich es nicht genau. Oh, der hat das. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Auch wieder oben rumgehen, gell? Schild aus. Meine ich, das ist echt kacke. Die Zeit nicht zu haben. Das gibt's nicht echt. Wie das dem gerade reicht. Ich muss dann irgendwie schaffen, dass ich schneller aktiviere, oder? Jetzt. Ja, 3800. Boah. Zum Glück. Zum Glück. Wie hart war bitte das jetzt schon wieder? Es sind jetzt halt 4000. Ich glaube, ich muss doch nach den anderen Shios nochmal gucken. Da gab es nämlich auf jeden Fall eine Komponente, die ich noch kaufen konnte. Also nicht so eine, dass ich so einen Platz krieg sozusagen. Aua. Keine Komponente, sondern was wollte ich jetzt sagen? Ach, nee, gar nichts machen, gell. Ich muss einfach nur dodgen. So ein Platz mehr, so ein Jadeplatz mehr, das wollte ich sagen. Hier kann ich was machen, man kriegt halt mit gebacken, gell? Der Typ ist nicht schwer. Der Typ ist nicht schwer, ganz ehrlich. Scheiße. Boah, da kam ich jetzt einfach nicht dazu, was zu machen. Yes. Aber das ist das Problem, bisse. Ich schaffe nicht irgendwie zu reagieren. Ich habe ja jetzt gerade die Schüsse reflektiert und da kam dieses Explosionsteil und da bin ich einfach nicht mehr zum Springen gekommen. Ah, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Jetzt kümmere ich mich aber gleich um den oben. Scheiß auf die anderen, würde ich sagen. Um die kümmere ich mich danach. Es wäre immer schön, wenn man auf dem Weg zum Boss noch ein bisschen Geld verdient, aber egal. Ich verdiene ja trotzdem ein bisschen Geld. Aber ich will mit vielen Tränken mal hingehen. Was ist denn da die Strategie? Also eigentlich kann ich fast alles reflektieren. Aber das Problem ist, wenn ich halt nicht reflektiere, so wie jetzt, das war jetzt gerade gut, ich krieg dann halt, habt ihr es gesehen, ich habe jetzt gerade zack, 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 da kam ich jetzt gerade gar nicht mehr dazu, irgendwas zu machen. Das ist halt das große Problem hier bei dem Boss. Eigentlich brauche ich hier auch fast die Stase, glaube ich. Vielleicht soll ich es als Standardding wieder reinmachen. Scheiß auf die Erfahrungspunkte, die werden uns, glaube ich, eh nichts mehr bringen irgendwann. Bin ich mir nicht sicher, aber ich leide oft so in solchen Spielen, dass die dann nichts mehr bringen, wenn man alles gekauft hat. Oder scheiß auf das Gold, kann man auch sagen. Ich weiß nicht, wie viel Prozent mehr das gibt und wir haben ja sowieso noch ein anderes, was uns mehr Gold gibt. Oder wir versuchen es so. Einfach als Herausforderung. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wir müssen gucken, dass wir den nicht. Also dass wir das Ding nicht sprengen. Weil er macht dann nämlich kein neues. Ich glaube, das ist der Way to go.
mal, wie leicht der Kerl ist. Der kann wirklich nichts. Jetzt habe ich dich doch, oder? Das war's doch. Jawohl. Boah, jetzt habe ich ihn aber richtig nass gemacht, den Kerl. Jetzt habe ich mir richtig Hosen ausgezogen. Sehr schön. Feuersturmring. What? Eine Waffe, die einer Wache abgenommen wurde. Die persönliche Waffe von Tian, einem himmlischen Vollstrecker. Sie setzt bei Berührung einen Energieimpuls frei, der die Knochen und das Fett des Gegners zerschmettert und zerreißt. Hä? Okay, was mache ich damit? Das ist ein Schlüsselgegenstand. Okay. Bin ich gespannt, was wir damit anfangen können. Für was könnte man das... Könnte das einfach ein Schlüssel sein? Eigentlich nett, oder? So, jetzt gibt's nochmal... Jetzt gibt's eine Abreibung für dich. Rache. Rache. Zack. So muss es doch aussehen. Aber wir haben echt 4000. Das ist viel Geld. Das ist viel, viel Geld. Ich weiß gar nicht, ob wir nach unten sollen. Oder ob wir lieber nochmal hoch sollen. Wir haben eigentlich noch ein bisschen Leben, gell? Wir müssen eigentlich noch nett zurück. Also wir sagen, wir gehen einkaufen. Aber so wollten wir ja noch ein bisschen warten eigentlich. Auf den Chiyu. Wo waren denn die anderen Chiyus? Lass uns noch mal ganz kurz gucken. Ich weiß, dass hier... Wo war er denn? Was sieht die leider nimmer. Hier war er. Hier. Aber hier hinzulaufen, es ist zu viel. Es ist zu weit, oder? Es ist zu viel Weg. Auch wenn die halt gutes... Wenn er halt gutes, richtig gutes Zeug hat, aber... Es ist einfach zu weit. Hm. Oben geht's weiter, nach rechts geht's weiter. Oh nein, ich dachte... Komme ich hier durch? Nee, oder? Komm, ich komme ja wieder näher. Ich komme wieder näher. Was? Nein, wie das einfach reicht. Ich glaube, das ist nicht so gedacht, oder? Ich glaube echt, dass es nicht so gedacht ist. Ha! Geil. Outblade, würde ich sagen. Kann ich hier auch durch? Ich glaube nicht, gell? Nee. Das heißt, ich komme da jetzt irgendwann zurück, wahrscheinlich. Aber selber komme ich gerade noch nicht hoch, glaube ich. Das heißt, ich muss doch wieder zurück. Aber es hat sich dann auf jeden Fall ein bisschen gelohnt. Aber wie ging es denn hier weiter? Gar nicht, oder was? Oder kann ich das jetzt hier einsetzen und ich habe dann krieg dann Energie oder so? Das könnte schon sein. Was hole ich mir denn? Das hier wollte ich, gell? Also das hier. Erhöht den inneren Schaden, der durch einen erfolgreichen Thai-Kick oder Schädelkick zugefügt wurde. Das können wir uns auch überlegen, gell? Aber ich glaube, ich mache das da. Dann als nächstes das hier. Zusätzliche Key-Ladung. Nachdem du erfolgreich... Ah, cool. Das ist auch geil. Aber dann gehen wir auf mehr Schaden nochmal. Hä, das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Jetzt bin ich aber verwirrt. Ah, es gab hier noch einen Weg nach unten, gell? Den hier. War ich mir nicht sicher, ob das reicht. Aber ja, das reicht auf jeden Fall. Aua. Geh mir aus den Augen. Eine Stromversorgung vielleicht? Kann das sein? Ja. Das kann sehr gut sein. Okay, jetzt geht vielleicht die andere Seite dann an. Der Aufzug bestimmt noch nicht, aber... dass wir dann auf der anderen Seite irgendwie ein bisschen weiterlaufen können oder so. Hm.
Oder nicht? Hat uns das gar nichts gebracht? Der andere Strom ist. Stromkreislauf ist irgendwo da. Ja, aber hier komme ich nicht weiter. So vielleicht. Aua. Ich glaube nicht, dass das gedacht ist dafür. Nee. Hä? Aber wenn ich nicht hier unten weiterkomme und nicht oben weiterkomme, jetzt habe ich mich natürlich geheilt, gell? Das wird jetzt natürlich wieder richtig dumm eigentlich, weil jetzt alles wieder steht. Knapp das schon wieder war, dass es gezählt hat. Das, nein, ich habe es nicht geschafft zu kontern. Aber was? Wo gehe ich dann hin? Was mache ich dann? Was mache ich mit dem Schlüsselgegenstand? Da oben gab es ja nichts, glaube ich. Guck nochmal. Aua. Hä, der war doch das letzte Mal aus. Hä? Okay, vielleicht ist der jetzt angegangen dadurch. Ah, der war das letzte Mal noch aus, also da bin ich mir sicher. Oder war das durch meine Aktion? Nee, ich habe ja nur das komische. Hä? Ich habe ja nur dieses Ding runtergelassen. Vielleicht ist es doch so gewollt, dass ich da jetzt hochkomme. Ah, scheiße! Hätte ich das irgendwie sehen können? Okay, das sind zwar welche, klar, aber... Also ich meine... Vielleicht ist das auch nur eine... Was, Alter? Ja, okay, guck mal, geil. Geil, da ist einfach der dritte. Das heißt, es war gewollt so, dass ich mir dieses Seil runterlasse, dass ich da hochkomme. Nice, es gibt auch bestimmt eine schicke Belohnung für uns. Eine schicke, schicke Belohnung. Ich habe hier erst 2 von 5. Das finde ich ein bisschen krass. Da komme ich hier 2? Das ist die große Frage. Hä, muss ich jetzt... Ah, ich glaube, ich muss zurückgehen, ja. Ich muss nochmal unten rum. Was kann ich hier machen? Hier kann ich doch jetzt auch... irgendwas aktivieren. Das heißt, kann ich da jetzt nochmal nach rechts fahren? Krass, da kriegen wir... Gemein und unhöflich! Hallo? Fahr weiter. Das heißt... Ja, wahrscheinlich da drüben gibt es auch nochmal eine kleine Belohnung. Scheiße. Ich muss da mehr drauf achten. Ich meine, ich habe... Es ist zwar noch bisher noch nicht passiert, aber... Man sieht so ein bisschen. Muss auf die Umgebung... schauen. Aha. Dämmerungswächter-Aufnahmegerät 3. Logbucheintrag. Der Verstorbene war ein aktiver Dämmerungswächter, der seit mehreren Stunden vermisst wurde. Er hatte einen Nervenzusammenbruch, als wir ankamen. Um weitere Verletzungen zu vermeiden, haben wir ihn hingerichtet. Okay. Cool. Meine Hände zittern immer noch, aber ich kann nicht aufgeben. Ich bin bereits in der 4. Runde meines Dienstes. Ich muss Aufgaben wie diese erfüllen, um mich bei den Sols für unsere Rettung zu bedanken. Dieser Mann war in einem wirklich schlechten Geisteszustand. Er gab ständig seltsame, nicht wahrnehmbare Geräusche von sich. Obwohl das System sagt, dass sie uns beißen können, habe ich nur gesehen, wie er sich vor uns versteckt hat. Ist das Recycling-Team in letzter Zeit faul geworden? Sie sind nicht gekommen, um einige der Leichen zu beseitigen, die wir gemeldet haben. Alter. Aber das macht uns ein bisschen stärker. Am besten keine Taufrucht vergessen. So, jetzt... Ich muss da weiter, aber ich gehe kurz runter zu der Belohnung, oder? Und dann speichern wir nochmal. Wir haben ein bisschen schon verloren. 324 und Kräuterkatalysator. Geil! Oh, das ist so schön. Die Pfeife zu verbessern ist immer so, so schön. Machen wir ganz kurz.
Boah, ich würde mir so gerne mehr Dings noch kaufen. Krass, wie jetzt hier unten ist. Das heißt, da passiert irgendwas. Das heißt, ich kann das gar nicht direkt machen. Sondern würde ich es tatsächlich so machen, dass ich, wenn es da jetzt ein kleines neues Gespräch gibt, dass wir das auf die nächste Folge verschieben. Und dann mal gucken, was die beiden sich zu sagen haben. Ich glaube nämlich, die beiden freunden sich auf jeden Fall noch an. Also richtig an. Bisschen sind sie das ja schon. Dann upgraden wir unsere Pfeife und dann geht's weiter in der Fabrik. Ich denke mal, wenn wir den zweiten Stromgenerator anhaben, dann kommt bestimmt Sol Nummer 3. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut. Haut rein. Und tschüss.